So, da wären wir wieder. Schwärmt jetzt immer noch von Jesper. Kinas, Kinas. So, dann dahin bitte. Kein Stream ohne Jesper-Geschwärme. Stimmt, gibt es eigentlich Jesper Merchandise? Ich meine, so unbekannt ist Enderal ja mittlerweile nicht mehr. Oder halt überhaupt nicht. Bestimmt jemand, der jetzt T-Shirts gemacht hat dazu. Zasranej auk ve vagonu pro naturály. Chcete snad vyvolat paniku? Ukažte mi papíry. Dělejte, nebo vás seberu. Ich habe für sowas keine Zeit. Beeilen Sie sich. Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Jensen, wir haben in dem Fall eine neue Spur. Sie führt nach Golem City. Das Opti-Ghetto. Was ist das für eine Spur? Intellicam-Aufnahmen des Anschlags. Chang konnte ein paar Bilder retten. Gar nicht früh genug das passieren. Problem ist, sie brauchen vorher eine Freigabe von unserer neuen Psychologin. Dann soll ich ihr also nichts von dem Beweis erzählen, den ich für Smiley habe. Seien Sie kooperativ, okay? Geben Sie Smiley Ihren Sir, Beweis und Rosen 5 Minuten Ihrer Zeit. Rufen Sie mich danach an. Ja, ja. Was seufzt ihr so? Gibt's irgendwas zu seufzen? Alle hier am Rumseufzen. So, dann nochmal ab nach unten. Adam, ich habe endlich den Flüsterchip-Mitschnitt entschlüsselt. Pures Gold, Mann. Das musst du hören. Ich bin gerade beschäftigt. Sag mir, wo du bist, dann komme ich, sobald ich kann. Im Davni-Viertel gibt's eine alte Limb-Klinik. Geschlossen, da ist keiner mehr. Dort findest du mich. Du wirst jetzt auch noch zum Jesper Fanclub beitreten, Kaelin. Nö, es ist ja eigentlich so ein ganz sympathischer Charakter. Ich mag ihn ja auch ganz gerne. Nee, wir wurden verifiziert. Glauben die Djinn immer noch, was Singh ihnen gesagt hat oder nicht? Das müssen wir wissen. So, na Schnucki? Adam, ich bin die Lara Ozen. Freut mich, dass Sie zu diesem Gespräch gekommen sind. Und, naja, Sie hören das heute wahrscheinlich von jedem, aber ich muss fragen. Sind Sie okay? Ich habe die Bilder vom Bahnhof gesehen. Dabei gewesen zu sein muss... Darum geht es bei der Sache? Nein, das war Sympathie. Das hier ist ein Standardgespräch, um die Einsatzfähigkeit von Agenten zu bestimmen. Hier, für Sie, aus der Arzneiausgabe. Sie geben mir Neuropozin? Hören Sie, Doc, ich wurde von einem Terroranschlag überrascht. Ich habe vielleicht ein wenig überreagiert, aber das heißt nicht, dass mein Körper meine Augmentierung abstößt. Stimmt, aber traumatische Erfahrungen können wie ein Hornissennest im Immunsystem sein. Patienten mit Neuroprothesen... Würden Sie mir glauben, wenn ich sage, dass mein Körper mechanische Implantate nicht abstößt?
Nein, aber ich will in diesem Raum absolute Offenheit. Also, wenn ich Ihnen glauben soll, dass Sie ein medizinisches Wunder sind, dann tue ich das. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe Ihre Akte gelesen. Ziemlich interessant. Können wir über einiges aus Ihrer Vergangenheit nochmal reden? Wird das lange dauern? Hier steht, dass Sie in Detroit bei SWAT waren, aber 26 zur Sicherheitsabteilung von Serif Industries gewechselt haben. David Serif war das Zentrum der Augmentierungsdebatte in Amerika. Nee, wie gesagt, kannst du ja gerne reinfahren. Ich bin jetzt, wie gesagt, unsere aller Rettung habe ich fertig. Ich habe sogar mittlerweile auch die Apotheose abgeschlossen. War wirklich ein bisschen herausfordernder, aber war doch noch ganz gut machbar. Aber der Charakter ist ja mittlerweile echt gut ausgeskillt. Von daher. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Was wäre Ihnen lieber? Nicht jeder ist so vertraut mit der Geschichte der USA, wie Sie Amerikaner das gerne glauben. Woher stammen Sie, Doc? Wir reden über Ihre Akte, vergessen? Es war also David Serif, der Sie nach einem Angriff von Anti-Opti-Extremisten auf das Unternehmen augmentieren ließ? Ich habe es mir nicht ausgesucht, augmentiert zu sein. Aber ich bin deswegen noch am Leben. Und das in einer Welt, die Augmentierte hasst und fürchtet. Sie wissen, dass Sie für die Gesellschaft der Feind geworden sind, Adam. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Noch hat sich niemand zu dem Anschlag auf Rusica bekannt, aber das Votum zur Humanrestitution steht an und es ist kein Geheimnis, dass Prag zum Symbol für die legale Unterdrückung von Augmentierten geworden ist. Und die Augmented Rights Coalition lagert vor der Hintertür, um alles auffliegen zu lassen und sich zu wehren. Der Großteil der Welt hält sie für Terroristen. Sollte sich herausstellen, dass sie schuldig ist, sie haben auch Augmentierungen. Wie werde ich mich fühlen? Yep, die Fatih-Szene danach kam auch schon. Es geht nicht um Optis gegen natürliche Dilara. Es geht um Terrorismus. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldigen. Niemals. Und wenn Talos Rucker seinen Leuten den Anschlag befohlen hat... Dann werde ich ihn verhaften. Aber nicht über Schuld oder Unschuld richten. Also, ich halte es für gesichert, dass Sie im Vollbesitz Ihrer Fähigkeiten sind. Ich sage dem Direktor, dass ich Sie offiziell für den operativen Dienst freigebe. Also gut, dann gehe ich jetzt wieder an die Arbeit, Doc. Man sieht sich. So, dann vielen Dank dafür, ja. Ja, ich muss sagen, war nicht so schön, die Szene. Aber auch hier jetzt keine allzu großen Spoilers. Kann ja sein, dass Leute, die das hier sich nachher noch anschauen, später noch selber Enderal spielen möchten oder es noch anschauen wollen. Von daher. So, was war denn? Ach so, genau. Wir sollten noch den Chip abgeben. Hopp, 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 hopp. Machen wir das auch noch fix. Hallo. Hey, wie läuft's? Haben Sie den Scan? Ja, er ist hier. Oh, Sie sind mein Retter, Adam. Miller war extrem schlecht gelaunt, als er ging. Ich will ihm keinen Grund geben, mich anzuscheißen. Miller ist weg. Wohin denn? Hab nicht gefragt. Er hat auch nichts gesagt. Hat die Staatspolizei Ärger gemacht? Sie waren nicht sehr gesprächig, also habe ich sie in Ruhe gelassen. Sehen Sie? Ohne meinen guten Rat wären Sie jetzt vielleicht tot, Adam. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also, was zeigt der Scan? Der? Keine Ahnung. Was? Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, etwas Großes. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, was es ist. Ich sagte, es könnte völlig neue Perspektiven eröffnen. Ich glaube nicht, dass es die Ark war. Ich glaube, was mir die Beweise erzählen.
Wir haben hier alle Antworten, die wir brauchen. Von der chemischen Zusammensetzung des Sprengsatzes bis zum Material der Kleidung der Opfer. Ganz sicher. Okay, und wann werden wir alle sicher sein? Es wird Stunden dauern, alle Daten zu sichern. Und ich treffe später Sonja, um mich für eventuelle Probleme mit der Staatspolizei zu entschuldigen. Und andere Fälle habe ich auch noch, Adam. Ich melde mich, wenn ich was finde. Tun Sie das. Ganz ruhig. Ja, dann mach's gut, Suki. Freut mich, dass du reingeschaut hast. Eine gute Nacht. Praxispunkt. Vielleicht das hier mit den Bewegungssensoren und Sichten noch ein wenig ausarbeiten. Ah ne, ich wollte genau hier Muskeldings noch mitnehmen, oder? Was bringt das? Ah ja, schwere Objekte, was haben wir damit? Ah, mehr tragen, das ist auch gut. Und da werde ich Wände durchbrechen. Gut, das können wir vielleicht später machen. Dann machen wir vielleicht erstmal das. Sehr gut, dann wird das doch hier langsam mal was. Was ist damit eigentlich? Ach, Atem, okay. Quecksilber. Koordination von Stärke und Geschicklichkeit, aha. Ah, da haben wir dann die Mehrfacherschaltung. Gut, dann werde ich das auch mal noch skillen. Gut. Dann weiß ich ja, worauf ich das nächste Mal noch achten kann. So, wie sieht's denn mit den Vega aufsuchen genau? Okay. Dann mal auf zu Vega. Flupp. Mal gucken, was die noch hat. Ich warte immer noch, um dir die Datei vorzuspielen. Tut mir leid, Alex. Ich komme so schnell wie möglich. Aber bitte, bevor es dunkel wird. Deine Nachbarn sind gruselig. Tut mir leid. Dieser Ort weckt Erinnerungen. Beeil dich. Ja, jetzt mach doch mal hier keinen Stress. Ich habe halt noch andere Sachen zu tun. Ja, also ich bin immer gespannt, ob wir noch irgendwie andere Mäntel uns kaufen können. Das wäre interessant. Und dass sie halt auch noch irgendwelche Fähigkeiten dann mitbringen. Hallo? Ah. So, 4464. Na du? Hey, freut mich, dass du es geschafft hast. Gab's Probleme? Miller lässt mir Spielraum, aber nicht viel. Ich habe einen Terroranschlag überlebt. Ich auch. Manchmal hasse ich diese Stadt. Früher waren Menschen wie wir willkommen.
Optis wurden umworben, damit sie herziehen. Diese Klinik wurde gebaut, weil Prag in uns die Zukunft gesehen hat. Sieh sie dir jetzt an. Die Zeiten ändern sich, Alex. Das weiß ich, glaub mir. Hab sogar Narben als Beweis. Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten zusammen und ich weiß so gut wie nichts über dich. Was denn? Muss ich jetzt Geheimnisse verraten? Nur die guten. Wie bist du zum Juggernaut-Kollektiv gekommen? Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vor dem Zwischenfall. Ich habe für Bell Tower VIPs in Panama rumgeflogen und bin dabei auf was Großes gestoßen. Sehr wichtige Leute wollten, dass niemand davon erfährt. Also sollte Bell Tower mich töten. Hat Janus dich gewarnt, dich rausgeholt? Ein Freund von Janus. Jemand aus dem Kollektiv, der auch für Bell Tower gearbeitet hatte. Niemand legt sich mit diesen Leuten an, Adam. Nicht allein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Das Kollektiv hätte dich überall hinschicken können, Alex. Warum nach Prag? Musst du wirklich fragen? Seit dem Zwischenfall zerstören Paranoia und Rassismus diese Stadt. Die ganze Welt sieht zu, wie Prag mit seinem Opti-Problem umgeht. Mir war nicht klar, dass das gesamte Kollektiv pro Opti ist. Nicht jeder. Aber wir wissen alle, dass unsere wahren Feinde das Chaos brauchen, um zu operieren. Man muss die richtigen Strippen ziehen und Prag hat davon jede Menge. Du hast gesagt, wir hätten was? Ja, hör dir das an. Eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Der Auftrag in Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Die Anschläge in Prag? Den Einbruch bei Versalife? Und Dubai? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Die Ark operiert nämlich nicht in Nordamerika. Es geht gegen die Ark, Adam. Sie haben dich in den Hinterhalt in Dubai geschickt und jetzt soll die Augmented Rights Coalition an allem schuld sein. Ich hab dir gesagt, Miller steckt mit drin. Für mich hört sich das an, als ob Miller Befehle befolgt und darüber nicht glücklich ist. Okay, mag sein. Vielleicht ist er nur ein Handlanger. Aber das gilt nicht für seinen Gesprächspartner. Sein Boss, Joseph Manderley. Direktor der weltweiten TF-29-Operationen. Die einzige Person über ihm bei Interpol ist der Generalsekretär. Wir müssen klug vorgehen und genau über alles nachdenken, Alex. Wie war das mit Versalife? Du meinst den Einbruch, den es nie gab? Das habe ich auch direkt nach der Entschlüsselung untersucht. Was hast du gefunden? Wie gesagt, Mann, der Einbruch, der nie passiert ist. Versalife ist einer der größten Pharmakonzerne des Planeten. Der einzige, der immer noch Neuropuzin herstellt. Ein Einbruch wäre eine Riesenschlagzeile. Warum behaupten Sie es dann? Versalife stellt nicht nur Neuropuzin her. Die haben eine riesige Abteilung für Forschung und Entwicklung. Ja, und? Was hat das mit der Ark zu tun? Warum ihr einen Einbruch anhängen? Wenn es nach Terroristen aussehen soll, hängt es davon ab, was angeblich gestohlen wurde. Mal sehen, was das Kollektiv rauskriegt. Wenn es eine Verschwörung ist, haben wir mit dem Einbruch einen Ansatzpunkt. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe meine Ermittlungen ab und finde den wahren Bombenleger. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich dich auch. Viel Glück, Adam. Miller. Gehen wir immer noch nach Gollum City? Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetzky-Puppengeschäft in Dovney Oddward. Ich warte im Hinterhof. Verstanden. Okidokili. So, ach, guck mal, ein paar Zubehörteile, die wir noch mitnehmen können. Zeitung lassen wir gerade mal. So, dann können wir nochmal raus. Und, ja, ich glaube, ich mache jetzt mal noch ein bisschen die Hauptquest weiter und fürs nächste Mal schaue ich einfach mal nach, wo wir diese Karte herkriegen könnten. Und, dann machen wir das mit dieser Rave-Party mal noch. Hm.
Bauen die da ein Flugzeug zusammen? Cool. Ah ja, das sieht doch ähnlich aus wie in im Vorgänger. Hör zu, ich muss gehen. Ich melde mich später. Probleme? Nichts, womit ich nicht klarkomme. Wir warten nur noch auf Chicane. Erzählen Sie mir von der neuen Spur, die Intellicam-Aufnahmen. Die Staatspolizei hat sie heute Morgen schwer beschädigt abgeliefert. Aber Cheng hat gezaubert und ein paar Bilder wiederhergestellt. Ein Opti im gelben Hoodie lässt Taschen an den Detonationsstellen der Bomben fallen. Gibt's eine Gesichtserkennung? Identifikation? Gesicht ist nicht erkennbar. Aber die Taschen sehen aus wie die, die Talos Rucker und seine Helfer im Utolek-Komplex benutzen. Mal was Neues. Drei Anschläge in Prag in 6 Monaten. Alle, nachdem der Anführer der ARC in dieses Ghetto gezogen ist. Rucker muss sich zu diesen Anschlägen äußern. Da kommt Chicane. Zu spät? Oder sie zu früh? Sie kommen genau rechtzeitig. Agent Jensen hat gerade zugestimmt, Drucker herzubringen. Rein abgreifen raus. Sollte kein Problem sein. Dann haben wir ihn schon für schuldig erklärt. Wir wollen nur mit ihm reden. Zu unseren Bedingungen. Und ohne, dass er von Fanatikern umringt ist. Golem an sich ist nicht das Problem. Zu Drucker zu gelangen schon. Das ARC-Gebiet ist schwer bewacht. Da kommt niemand rein. Nicht mal die Staatspolizei? Sie kann nicht. Rucker ist nicht zwangsweise in Golem City. Er hat sich eingekauft. Es war Erpressung. Er hat gedroht, Beweise für Menschenrechtsverletzungen vorzulegen, die der UN-Sicherheitsrat unter den Teppich gekehrt hatte. Die tschechische Regierung war gezwungen, ihm einen Teil des Utolek-Komplexes zu übergeben. Eine Immobilie als Schweigegeld sozusagen. Er hält sich bedeckt und garantiert Sicherheit für sich und seine Anhänger. Clever. Wie komme ich rein? Ich habe einen Deal mit einem ARC-Anwärter namens Tibor Sokol. Wir holen seine Familie aus dem Komplex raus, wenn er sie an den ARC-Kontrollen vorbeibringt. Trauen Sie ihm? Wir müssen. Es ist unsere einzige Chance. Sokol trifft sie in einem Apartment im Wohnviertel, Nummer 237. Fragen? Auf mich wirkt Rucker eher wie ein cleverer Politiker als ein Terrorist. Heutzutage sind die Grenzen verschwommen. Aber Rucker war ein anerkannter Arzt ohne Militärausbildung. Oder übersehe ich hier etwas? Rucker hat Überzeugungen und glaubt fest an seine eigene Rechtschaffenheit. So ein Mann kann leicht zum Terroristen werden. Der Mann ist ein Eiferer. Er ist ein Verdächtiger. Bringen Sie ihn her. Sie glauben wirklich, die ARC ist für diese Anschläge verantwortlich? Für alle? Die ARC hatte jedes Mal Mittel, Motiv und Gelegenheit. Sogar Dubai? Rucker und die Coalition sitzen in Golem City fest und stehen ständig unter massiver Polizeibeobachtung. Golem ist kein Konzentrationslager. Wer richtig schmiert, hat Papiere und kann kommen und gehen, wie er will. Das kann ich kaum glauben. Dann bringen Sie mir den Gegenbeweis. Schaffen Sie Talos Rucker her, Agent. Okay, bringen wir es hinter uns. Melden Sie sich, wenn Sie Rucker haben. Verdammt, Jensen. Wenn ich Sie ansehe, kann ich kaum fassen, wie viele Klunker Sie haben. Sind Sie eigentlich zufrieden mit der Schwarzmarkt-Scheiße? Sehr sogar. Sie sollten auch darüber nachdenken. So wie sie hinken. Nein, ich mag mein Hinkebein. Ich bleib ehrlich. Können wir? Sie sind bei der Sache mein einziger Backup. Ich will wissen, ob ich mich auf Sie verlassen kann. Das können Sie. Ich war 10 Jahre in der SAAF und 5 Jahre im Privatsektor der Fifi von Schlipsträgern. Und ich habe nie einen Passagier verloren.
Wie viele Jahre bei der TF-29? 2. Also 1,5 Jahre mehr als Sie. Wollen Sie noch mehr Zeit mit Lebensläufen verschwenden? Oder trauen Sie mir zu, dass ich mit dem Job fertig werde? Ich muss noch etwas erledigen, bevor wir starten. Gut, dann gehen Sie. Erledigen Sie Ihr Zeug. Ich warte hier. So, ich habe nämlich jetzt gerade ein bisschen Angst, wenn wir, dass dann die Missionen abgebrochen werden, also die Nebenmissionen. Ich probiere es mal aus. Ja, wir haben ja eigentlich jetzt nur noch hier das, also das ist halt noch in Bearbeitung. Und die Sache mit dem Rave klappt ja leider nicht so ganz. Ja, mal schauen. Also wie gesagt. Der Tag geht dahin, ich guck mal. Falls Sie es nicht bemerkt haben. Können wir endlich los? Mhm. Ziehen wir es durch. Gut, schnallen Sie sich an. Interessantes Vorbereitungsritual haben Sie da. Sind Sie bereit, ihn zu erledigen? Ich habe den Befehl, nicht zu töten. Tatsächlich? Hätte gedacht, er hat es sich verdient, alles zu eliminieren. Wie weit ist es noch? Nähern uns jetzt dem Ziel. Viele Landeplätze gibt's da nicht. Irgendeinen Wunsch? Fliegen Sie so weit runter wie möglich. Den Rest mache ich. Was immer Sie sagen, Boss. Jensen, sind alle Ihre Teile noch da, wo Sie hingehören? Alles okay. Wie nah haben Sie mich zur Position unseres Kontakts gebracht? Wohneinheit 237. Nicht vor seiner Haustür, Jensen. Der Wohnsektor liegt direkt vor Ihnen. Ich gehe jetzt auf Autopilot und trinke einen Kaffee. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es interessant wird. Ja, dann wären wir angekommen. Sehr einladend hier. Das stimmt. Na du? Über solche humanitären Katastrophen wird normalerweise intensiv berichtet und das Ausland schickt Hilfe. Aber weil es Augmentierte sind... Ja, wir sind halt wirklich hier das Deluxe-Modell. Wie es scheint. Wir machen jetzt einen Scan zur Identifizierung. Juhu! Na dann mal ab. Was haben wir denn hier oben? Ich war gerade bei der Gruppe. Haben Sie gehört, was passiert ist? Die Cops sind aufgetaucht und haben jemanden totgeschlagen. Ja, es war schrecklich. Hatte er irgendwas verbrochen? Er war gemein, als sie ihn schikaniert haben. Aber was hatte er nicht versehen? Die Polizeiminderheit unterdrückt eine Wunde. Naja, das kennt man ja. Da wollen Sie auf der Straße sein.
dass hier die Polizeigewalt ein wenig angewendet würde. Zack. Okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Darüber? Die Scheiße dampft. Da wollen sie nicht auf der Straße sein. Und das Polizei da unten. Okay. Noch schlimmer. Das sagen alle, wenn sie erwischt werden. Hep. Das ist kein Verdächtiges. Wir hatten schon genug Ärger. Denken Sie nicht, Sie kriegen besondere Behandlung, nur weil Sie gelangter sind als die anderen Technologie. Naja, schon.